Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Bus Simulator 21. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge sind wir hier diese schöne Linie gefahren, hoch, hoppa, und zwar nach Golden Island rüber, ne? Und müssen noch ein bisschen was hier machen. Das heißt, wir müssen ja, Werbung platzieren für unser Bus. Und damit wir das machen können, habe ich mir den Iveco einfach mal hierhin teleportiert. Da ist der schöne Bus, der ist außer Betrieb, das ist vollkommen richtig. Und mit dem fahren wir jetzt erstmal und werden die Werbung ein wenig austauschen. Vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Und den Scheibenwischer schalten natürlich auch ein. Und werden dann direkt losfahren. Mal kurz gucken, wo wir da hin müssen. Mal kurz bremsen. Ah, wir müssen hier vorne hin. Das heißt hier links raus. Ja gut, okay. Ist ja relativ um die Ecke. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Und werden dann den Bus umlackieren. Und wenn dann nochmal ein bisschen, vielleicht ein wenig, ja, ein bisschen was anderes machen. Ach, schauen wir mal. So, beim letzten Mal haben wir auch noch die Stufe 3 erweitert. Zahltag ist vielleicht bald auch wieder. Dann werden wir zurück auf die Linie wechseln. So, fahr. Hupa am Hupen habt ihr auch gesagt. Ja, sind eher so ein bisschen semi-professionell. Ist aber nicht schlimm. Das heißt, mit dem Bus hier haben wir sowieso immer Vorfahrt. Oh Gott, das war knapp. So, der wartet. Danke, danke. So, was hat er wieder gemacht? Er hat den Arm gehoben. Ne, ihr kennt es wahrscheinlich, ne? Wenn ihr selber Autofahrer seid. Wie häufig habt ihr das schon selber gehabt? Schreibt es mir in die Kommentare rein, ne? Wenn euch jemand vorbeilässt. Ach, guck mal, das ist der Citaro G. Den können wir eigentlich auch mal wieder fahren. Dass ihr den Arm gehoben habt, um euch zu bedanken, dass euch jemand vorbeigelassen hat. In dem Spiel natürlich schwierig, aber ja, ist halt so. Gut, wir sind bei der Lackiererei angekommen. Fahren jetzt hier mal hoch. Fahren jetzt hier mal rein. Und dann werden wir erstmal Werbung platzieren, damit wir da auch noch ein bisschen mehr Einnahmen bekommen. Sehr schön. So, wir halten mal an hier. Feststellbremse anziehen. Und dann sind wir hier im Menü. Das heißt, wir können jetzt hier die, wo ist sie? Werbung. Wo ist denn Golden Island? Haben wir irgendwo Golden Island Werbung? Ist das die Werbung? Werbung. Mein Aussehen ändern. Ist das jetzt hier Golden Island? Jo. Das ist Golden Island. Da seht ihr das. Ne? Das heißt, wir haben jetzt hier das Golden Island Symbol drauf. Ist ein bisschen klein. Hier vorne haben wir es ein bisschen mehr. Aber das ist gewünscht. Änderung übernehmen wir. Jo, kostet 1000. Es ist erstaunlich, wie Gold Island von unserem Busunternehmen profitiert. Offenbar fahren die Leute jetzt gern dorthin, weil sie es können. Es sind so viele Menschen hier, die sich an Gold Island erfreuen. Das hat mich inspiriert und ich habe eine Idee. Wir könnten auch Greenwood verbinden. Dort leben viele Menschen, die auch Zugang zu Gold Island haben sollten. Großartige Idee. Und sie gibt uns die perfekte Gelegenheit, auf die andere Seite der Bucht zu expandieren. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt Greenwood beispielsweise erschließen. Ich würde sagen, ich gebe den Bus einfach mal wieder ab. Kann ich das? Kann ich das nicht? Jetzt hier auch auf keiner Route, ne? Freispiel. Drücke C, um Bus zu verlassen. Die Frage ist, wird der jetzt hier abgeholt oder bleibt der jetzt hier einfach stehen? Ist immer eine gute Frage, ne? So, wir gehen mal in die Übersicht. Das heißt, verbinde Greenwood, Gold Island und St. Anthony. Oha. Das heißt, wir müssen eine neue Linie gründen, ne? Wir haben jetzt Greenwood freigeschaltet. Golden Island. Jo, und da können wir jetzt quasi eine Linie hinbauen, ne? Ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Wir haben ja auch hier noch weitere Sachen, die wir dann später noch freischalten können. Mit einer ausgeglichenen Route. Nicht schlecht, ne? Copper Cup, Bay Tree und so weiter. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Linie fertig, beziehungsweise spulen mal die Zeit vor. Wir gehen mal in den nächsten Tag rein. Warte mal, wir machen mal morgens um 8 oder 7.30 Uhr. Wir warten einfach mal. Finde ich persönlich auch ganz cool. Was für ein Unwetter hier passiert. So, dieser Zeitsprung finde ich auch recht lustig. Dieser Bus fährt jetzt natürlich nicht. Das heißt, wir müssten erstmal wieder hier einsteigen. Dann ihn auf eine Linie setzen, dann wieder aussteigen. Das finde ich zum Beispiel ein bisschen blöd geregelt.
So, Zeitsprung ist abgeschlossen. Das heißt, wir gehen mal auf Linie Golden Island. Gehen mal auf jetzt fahren. Mal den Standardbus hier. Jo, annehmen. Und jetzt halten wir den wieder gedrückt, um zu verlassen. Was halt auch blöd ist. Und jetzt kommt gleich jemand und übernimmt den Bus, hoffe ich. Jo, jetzt spawnt er auf einmal da. Gut, sei es drum. Der fährt jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Wir werden jetzt erstmal eine Linie bauen. Und zwar von... Hier ist St. Anthony. Das ist ja der Bereich, der wichtig ist. Ne? Über Golden Island nach Greenwood rüber. Ne? Bedeutet, wir brauchen da auf jeden Fall eine neue Route. Die werden wir jetzt einfach mal erstellen. Wir gehen auf Q. Und wir brauchen eine ausgeglichene Route. So, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier diesen Punkt. Regatta and Jetty nehmen wir mit rein. Dann würde ich sagen, fahren wir den Punkt hier. South Regatta. Na, da müssen wir das erhöhen, okay. Müssen wir nochmal abfahren. Und dann Golden Island. Die Haltestelle. Das heißt, wir haben eine viel befahrene, eine weniger. Dann nehmen wir die noch mit. Dann fahren wir, würde ich sagen, hier rein. Hier rein. Das heißt, wir haben jetzt 3 zu 2. Dann eine weniger befahrene Strecke. Eine viel befahrene Strecke. Weniger. Viel weniger. Das heißt, wir haben jetzt 5 zu 4. Und fahren dann wieder zurück und werden. Warte mal. Von da, da, da. Da können wir eigentlich hier wieder zurückfahren. Nimm quasi die noch mit. Sehr schön. Und fahren hier Lakeside. Ah, die Wärme schon ausgeglichen, ne? Ist das ausgeglichen? Jo. Nee, 5 zu 6. Wenn wir die noch mit reinnehmen, nehmen wir mal die mit rein. 1 von 6 verbundene Routen. Oder wir nehmen die hier. Ach komm, wir nehmen die. Zack. Stufe erhöhen. So, 6, 6. Das haben wir. Änderung übernehmen. Routenname. Könnten wir Route ändern. Das ist Route St. Anthony. Greenwood. So, die Strecke werden wir dann auch gleich fahren. Ich muss mal gucken, ob ich schon noch einen neuen Bus kaufen kann. Wir haben 225.000, ob das auch reichen soll. So, Überänderung übernehmen. Nein, wir werden keinen Bus automatisch zuweisen lassen. Das hier ist jetzt wieder die Route 6. Warum die auch wieder 6 heißt, weiß ich nicht. Kann ich die Nummer eigentlich auch ändern? Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Würde mich interessieren. Wobei, er hat jetzt aufaddiert, ne? Das passt. So, wir springen jetzt einfach mal hier zu unserem Bushändler. Wo war der? Der war da, glaube ich. Und wir werden nochmal schauen, ob wir noch einen neuen Bus bekommen. Ob wir noch ein bisschen Geld haben, ne? Schauen wir einfach mal. 225.000 haben wir. Die kosten 100.000. Vielleicht nehmen wir mal einen MAN. Den haben wir nämlich noch nicht. Ah, der ist noch gesperrt. Ah, guck mal hier. Der wäre halt auch nicht schlecht. Ein Lion City. Da brauchen wir noch ein bisschen Geld für. Ich glaube, da werde ich noch mal ein bisschen fahren hier auf der Linie. Oder auf eine der Linien. Um noch ein bisschen vielleicht den Zahltag zu erringen. Und dann werden wir uns in Lion City kaufen und werden in der nächsten Folge dann auf der neuen Linie unterwegs sein. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Bedeutet, wir werden jetzt heute hier auf der Linie... Das ist der Setra. Highland Park, ne? Highland Park ist halt auch recht groß. Wir gucken mal hier, was wir für einen Bus haben. Nehmen wir den hier, ne? Die Linie 4 werden wir mal unterwegs sein. Wir fahren den jetzt. Da fährt auch genau das Fahrzeug hier. Und, oh, hallo, Chef. Willst du die Fahrkarten kontrollieren? Nee, ich will den Bus übernehmen. Schönen Tag noch. So, Bus haben wir übernommen. Blinker. Ja, ja, ist klar.
So, sind alle ausgestiegen. Wir sind, glaube ich, auch noch auf der aktuellen Route. Ja, Lake Answer Road. Und im Fahrgast hört man wieder lauter Musik. Da kümmern wir uns auch gleich drum. Machen wir mal alles zu. Feststellbremse. Und wir werden ihn erstmal zurechtweisen. Wo ist er denn? Erstmal Tickets. Ticket. 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 Ist das wirklich so laut? Ja. Was? Achso. Ist ja langweilig, die haben alle Tickets, ne? Aber die kann ich nicht fragen, weil das ist ja die jeweilige Dame. So, wir müssen noch ein bisschen reingrinden hier in das Game, um halt hier weiterzukommen. So, das bedeutet... guck mal, wir haben sogar Baustellen hier. Hä, seit wann sind Baustellen hier? Ist das neu mit den Baustellen? Das ist ja geil. Guck mal, hier entwickelt sich auch die Stadt. Das finde ich persönlich auch ganz cool. Du hast einen Kannstein. Das ist ein Kannstein. Ich meine wohl Bordstein. Ne? Mitgenommen. Klar, wir haben natürlich jetzt den großen Bus hier. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der ist natürlich ein bisschen länger, der Citaro G. Dann haben wir jetzt noch einen schönen Lion City. Und werden mit dem dann auch noch fahren. Ne? 20 Fahrgäste ist die nächste Aufgabe. Müssen wir dann noch befördern. Jetzt werden wir gleich erstmal hier... Ach, schon wieder einer eingeschlafen hier. Das sind echt Schlafmützen hier, ne? Also, weiß ich nicht. So, fahren wir mal weiter. Das heißt, wir brauchen noch mindestens einen Zahltag, um den neuen Bus zu kaufen. So. Nächster Halt, Highlander Park Hotel. Du wartest bitte. Da ist es nämlich. Fahren wir da mal ran. So. Zack. Die kann auch wieder ausgebaut werden. Da müssen wir uns dann auch nochmal ein bisschen drum kümmern. Lake Enza Road, ne? Schön mit dem langen Citaro hier unterwegs. Schönes Ding auf jeden Fall. So, wir müssen jetzt hier weiterfahren. Ich glaube, wir müssen hier gleich links. Ich fahre jetzt einfach mal hier vorbei. Schummeln uns mal so ein bisschen vorbei hier, weil die anderen dann noch warten. Wir müssen jetzt hier links rum. Ah ja, Transit Terminal ist der nächste Halt. Das wird dann wieder eng hier mit dem Bus. Auch die Strecke habe ich natürlich angepasst. Linie 4 aktuell. Und später geht es dann von St. Anthony rüber nach Greenwood. Da freue ich mich in der nächsten Folge auch schon drauf. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier einmal... rechts. Jetzt müssen wir schon ein bisschen weiter ausholen. Die Dame rennt halt ein bisschen schneller. Weiß nicht, warum die dann immer zwischendurch noch stehen bleiben. Einmal hier rüber. Und dann fahren wir jetzt da unten durch oder da oben hoch. Ne, wir fahren wieder hier oben hoch. Hier unten müssen wir, glaube ich, erstmal ausbauen. Sehr schön, sehr schön. Ist wieder einer eingepennt. Eingepennt. Schlafen Sie nicht ein, junge Frau, ne? Sie hätten gerne ein Ticket. Ja, warten Sie. Ich muss einmal kurz hier schon mal alle schließen. Kommen Sie rein. Seniorenticket hätten Sie gerne. Einfache Fahrt, ja? Mach ich mal kurz fertig. 18 Euro. Mal unpassender geht nicht, ne? Einfach eine Frechheit. Jo, mach gut. So, weiter geht's. Wir will einmal rumfahren. San Pablo, San Andre. So, ich muss auch wieder weit ausholen, weil sonst bleiben wir nämlich hier an diesen Dingern hängen. Ist mir nämlich auch schon passiert. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Ja, weiß ich nicht. Kann ich hier nicht beantworten. Wenn man hier draußen, quasi aus der Außenansicht fährt, hört man die Leute besser. Ne, wenn sie halt nah dran sitzen, hört man die halt auch besser. Finde ich schon ganz cool, dass man auch die Entfernung mit eingebaut hat, wenn jemand vorne oder weit hinten sitzt. Aber die Storys sind halt auch maximal legendär. So, links müssen wir. Neues Ufer. Naja.
20 Fahrgäste dann mit dem... Busdesign. Ja, Bus auch. Aber bevor wir den Bus auf jeden Fall beim nächsten Mal auf die Linie setzen, müssen wir noch Werbung drauf klatschen, weil das habe ich bei dem einen oder anderen Bus immer noch vergessen. Denn dadurch bekommen wir halt noch ein bisschen mehr Geld, ne? In die Kassen. Ja, habe ich. Leider nicht dabei heute. So, die Baustelle kann auch wieder ausgebaut, oder hier die Haltestellen können auch wieder ausgebaut werden. Guten Tag. Kommen Sie rein, gucken Sie raus, Juten. So, ich würde sagen, sind wir alle eingestiegen. Dann können wir hier schon mal wieder das Ganze schließen. Healing. Und dann gib ihm. Müssen wir halt wirklich gucken, dass wir hier ein bisschen besser rumkommen. Irgendwann brauchen wir bestimmt auch nochmal Elektrobusse. Aber für die neue Linie, ja, nochmal einen weiteren Bus. Und ihr habt auch gesagt, wenn die Hauptmission einen neuen Bus hergibt, holt euch den neuen Bus. Ach, guck mal, der wartet. Oder holt ihr den neuen Bus. Ansonsten kauft lieber erstmal keinen. Man kann auch mehrere Busse einsetzen. Ja, auf einer Linie, das geht ja auch. So, du wartest bitte. Ich habe Vorfahrt. So. Jetzt links rum hier. Esmond Avenue. Oh, da müssen wir ein bisschen gucken. Oh, gleich ist wieder Zahltag. Und da ist er schon. Leute, Zahltag haben wir schon mal erreicht. Wir werden auf jeden Fall die Linie noch fahren. Ja, Bordstein gefahren, dies, das. Ich war und, ein guter Freund von mir. Da sind wir da 44.000. Wird immer mehr. Gut, dass wir natürlich noch Werbung gesetzt haben. Kommt natürlich auch noch mit hinzu. Was für ein Wochenende. Wir saßen am Lagerfeuer. Die Linie fahren wir auf jeden Fall noch zu Ende. Und in der nächsten Folge kaufen wir uns dann den Bus. Werden wir auch direkt mit Werbung versorgen. Und schauen uns das dann auch gleich direkt an. Mach doch nur für eine Sekunde mal die Augen zu. Und schon war sie eingeschlafen. Fahrgast muss aussteigen. Als ich am nächsten Morgen aus dem Zelt kam, ach, Leute. Kinder, die haben so viel Energie. Haben Sie Kinder? Kein Danke, ne? Einfach eine Frechheit. Einfach absolute Frechheit. So, weiter geht's. Ja, und dann auch langsam über die Straße laufen, ne? Sowas habe ich ja ganz gerne, ne? Grundsätzlich schon für Verzögerungen sorgen und dann immer noch weitere Verzögerungen erwirken. Ganz nett. Sehr schön. Ja, 7.42 Uhr. Das heißt, wir sind in der Rush Hour unterwegs hier. Highlander Park Church sind wir jetzt gleich. Ach, schon wieder. Schon wieder jemand laute Musik. Oh. Wo ist er denn? Da sitzt doch niemand. Ja, Wahnsinn, ich komme sofort. Bald wird mein Buch veröffentlicht. Mein erstes Buch. Schön. Freut mich für Sie. Worum geht's denn da in dem Buch? Tageskarte, einmal. 13.80 Uhr. Ey, die Leute haben eigentlich passend heute, ne? Oh, das hat sie gemeint. Danke. Ja, schönen Tag noch. So, weiter geht's. Also hier ist nicht so viel befahren am Morgen. Es geht noch die Strecke. Vielleicht haben wir auch noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Sierra Street. So, einmal rüber hier. Diese Elektrobusse sind genial. Ja, die sind echt gut. Bin ich letztes Mal eingeschlafen und habe meine Haltestelle verpasst. Ja, das ist natürlich tragisch. Oh, hier, die jungen Leute fahren aber auch schon ganz schön flottes Tempo, würde ich sagen. Hoffentlich kommt halt meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Ja, das ist schön. Aber bitte nicht hier im Bus, ne? Danke. Jo, bitte. Sehr schön. Kommen Sie rein. Kommen Sie raus. Mit dem, was ich momentan verdiene, kann ich mir noch nicht mal das leisten. Genau. So.
Wir haben hier natürlich auch ab und zu mal so ein paar kürzere Haltestellen, oder habe ich zumindest eingebaut, weil es ist halt einfach manchmal so. Hier müssen wir ein bisschen mehr ausholen. Ich habe auch ein paar Haltestellen mit reingenommen, die wir jetzt nicht so häufig anfahren. Hast du von dieser großen Gang-Convention gehört, die in die Stadt kommt? Schlechte Halteposition. Ach, die Leute. Nur am Meckern, ne? Vielleicht kriegen wir noch einen Zahltag mit. Ich muss meine Mutter anrufen. Sie schickt mir schon seit Tagen Nachrichten. Ansgar. Erstmal Mutti anrufen. Wer kennt's nicht? So. Weiter geht's. Mir geht die Seele aus dem Leib getanzt bei der Party. Ich bin immer noch völlig fertig. Oh, Luke, ich bin ein bisschen zu früh. Da müssen wir ein bisschen warten gleich. Das ist genau das, was ich meinte. Wir können hier echt langsam es angehen lassen. Schön rumcruisen. Das mit den Baustellen hier finde ich auch nicht schlecht. Hatte ich bisher, glaube ich, noch nie so richtig gesehen. Nächste halt Clinton Avenue. Rechts können wir halt immer abbiegen, ne? Auch wenn da rot ist. Das ist halt egal. Wir fahren einfach mal ein bisschen gediegener hier. Mit dem Bus geht das auch schon ganz gut, ne? Hi. Gehen wir heute Abend ins Kino? Hier haben wir noch die VOG-WM drauf. Also sprich, ein bisschen Werbung mit von Chinatown. So. Schön vorbei hier am Stadion ist das, glaube ich, ne? Das ist das Stadion hier, ich weiß es gar nicht. Gestern habe ich so ein Obst probiert. Jockfrucht? Nein, Jackfrucht. Schmeckt wie eine Mischung aus Banane, Ananas. Was, Jockfrucht? Und Melone. Jackfrucht. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Manchmal erzählen die hier auch maximalen Kappes. So. Also hier fahren wir so ein bisschen vorstadtmäßig unterwegs. So ein bisschen so ein bunter Mix. Ich glaube, wir machen gleich noch einen Zahltag, Leute. Ah, doch. Nee, ich glaube heute nicht mehr. So. Kommen Sie rein, wir müssen weiter. Beziehungsweise haben wir, glaube ich, noch genug Zeit, ne? Tag. Guten Tag. Oh, Fahrgast blockiert die Tür. Soll ich sie reinschieben, oder was? Gehen Sie mal durch. Cool fände ich auch, wenn man so eine Ansage machen könnte. Dass der doch bitte mal einsteigt, ne? So. Lake Enza Road, gleich letzter Halt. Diese gigantische Sam-Statue sieht super aus. Weiter geht's. Bin zu früh, ich weiß. Wir fahren mal ein bisschen. Hey, Alfonso. Ja, es sind meine Haare. Sie wachsen ständig. Ich brauche einen Haarschnitt. Dann kann ich vorbeikommen. Der wartet. Sehr vorbildlich. Dankeschön. Ich habe es wieder gemacht. Ich habe wieder den Arm gehoben und mich bedankt. Wer kennt denn mich? Mann, 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 Mann. Ach, Leute. Einfach viel zu früh. Naja, jetzt aber ein bisschen Ampel hier. Aber das Ganze drumherum gefällt mir ganz gut. Auch wenn es jetzt ein amerikanisches Setting ist. Ich weiß das auch nicht, inwieweit sich Seaside Valley verändert hat. Die gab es ja schon im 18er. Ob es da große Veränderungen gab oder Anpassungen. Schreibt es auch mal gerne in die Kommentare rein. Würde mich auch mal gerne interessieren. Oder da würde ich mich freuen, wenn ihr das darüber mal reinschreibt. Ist die Enza Road hier halt nicht an. Müssen wir noch weiter. Ich muss halt immer so ein bisschen auf die Nummern achten. Das habe ich in den letzten Folgen auch nicht immer gemacht. Wir blinken schon mal. So. Fahren wir weiter. Der biegt links ab. Wir biegen auch links ab. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, die nächste Haltestelle kommt bald. Ich muss mal. Ja, schön für Sie. Was kann ich denn dafür? Jetzt sind wir ein bisschen eher auf Toilette. Morgen soll es schön werden. Wollen wir was unternehmen? Mal grüne Welle heute hier, ne? Sehr schön, sehr schön. Aber wir müssen gleich links. Okay, da kommt schon mal links ein. Niemand ist perfekt, Schätzchen. Einsortieren. Warum jetzt der Wagen da gehalten hat, weiß ich auch nicht. Nein, 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 nein. Entschuldigung. Können Sie mich rauslassen? Ja. Steigen Sie aus. Achten Sie darauf auch,
Also aussteigen. Mann, 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 ey. Dass die Leute einfach immer mittendrin aussteigen müssen, ne? Einfach eine bodenlose Frechheit. So, wir müssen links. Ich war übers Wochenende in einer Waldhütte. Es ist so schön da draußen. Das ist schön, ja. Freut mich. So. Einmal rumfahren hier. Ich muss meine Mutter anrufen. Sie schickt mir schon seit Tagen Nachrichten. Ach, ja. So, wiederholt sich aber ganz gut, der Ansgar. Ach, guck mal, hier sind wir sogar direkt beim Händler unseres Vertrauens hier. Beziehungsweise bei unserem Busdepot. So. Ende der Linie. Haben wir abgeschlossen. Ich würde sagen, ich gebe den Bus einfach mal ab. Nur hin, bitte. Ja, macht der Kollege gleich. Ja. So, da sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich wieder fürs Einschalten. In der nächsten Folge fahren wir nach Grainwood. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt doch gerne einen Kommentar dazu und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.